Unsere Erde ist ständigen Veränderungen unterworfen. Kontinentalplatten stoßen zusammen, es kommt zu Vulkanismus, Gesteinspakete türmen sich übereinander, sodass im Laufe von Jahrmillionen bis zu fast 9 Kilometer hohe Gebirge entstanden sind. Hallo Martin, schön dich zu sehen. Du sagst, seit Millionen Jahren wachsen unsere Gebirge. Müssten sie dann nicht viel, viel höher als nur 9 Kilometer sein? Nina, was machst du denn da? Aber im Prinzip hast du recht. Theoretisch sollten die Gebirge eigentlich viel höher sein, aber man muss bedenken, dass besonders die ganz hohen Gebirge sehr stark Wind und Wetter ausgesetzt sind. Dies führt zunächst zur Verwitterung der Gesteine und dann zur Erosion, zum Beispiel durch fließendes Wasser oder durch die Kraft der Gletscher. Es kommt jedoch immer wieder auch vor, dass sich größere Gesteinsmassen auf einmal nur durch den Einfluss der Gravitation zu Tal bewegen. Gravitation, Schwerkraft also. Wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Rutscht da einfach eine Gesteinsmasse den Hang hinunter? Ja, das kann man sich durchaus so vorstellen. Entlang von Schwachstellen im Gesteinsverband bilden sich sogenannte Gleitflächen aus, entlang derer sich dann größere Gesteinspakete auf einmal mehr oder weniger schnell zu Tal bewegen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in mein Labor und schauen uns das ein bisschen genauer an. Betrachten wir zunächst die Bewegungsart des Rutschens oder Gleitens. Ich habe hier ein nicht oder kaum deformierbares Gesteinspaket und eine Gleitfläche. Wenn ich zunächst das Gesteinspaket auf die Gleitfläche drauflege, passiert mal gar nichts. Erst wenn ich beginne, die Gleitfläche mehr und mehr zu neigen, dann wird irgendwann das Gesteinspaket zu rutschen beginnen. Und wovon hängt das ab, ob Gestein nun abrutscht oder nicht? Es gibt unterschiedliche Faktoren, die beeinflussen, ob dieses Gesteinspaket zu rutschen beginnt oder nicht. Das ist einerseits ganz wichtig die Hangneigung, andererseits ist es die Beschaffenheit des Gesteins, es sind die Wasserverhältnisse und es ist auch das Auftreten von Erdbeben. Aha, aber hast du nicht da auch etwas Wichtiges vergessen? Vergessen? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich da was vergessen habe. Warte, ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Pflanzen, also Vegetation. Okay, du hast recht, die Vegetation ist auch ganz wichtig. Und was auch noch wichtig ist, das ist, wie schnell und wie weit sich so ein Gesteinsblock bewegt, wenn er erstmals ins Rutschen gekommen ist. Und das möchte ich euch jetzt anhand eines anderen Experiments vorführen. Ich habe hier zwei nicht oder kaum deformierbare Blöcke, die ja, ziemlich gleich ausschauen. Und dann seht ihr hier den Versuchsaufbau. Der Versuchsaufbau besteht aus einer geneigten Fläche, die in eine ebene Fläche ausläuft. Und die ebene Fläche ist zur Hälfte eher rau, mit Papier belegt, und zur anderen Hälfte eher glatt. Und was ich jetzt tun werde, das ist diese beiden Gesteinspakete runterrutschen lassen, auf den beiden unterschiedlichen Hälften, und dann werden wir uns anschauen, was passiert. Ja, es ist relativ klar zu sehen, dass das Gesteinspaket, das auf der eher glatten Hälfte runtergerutscht ist, viel weiter gerutscht ist als das Gesteinspaket, das auf der eher raueren Seite runtergerutscht ist. Warum ist das so? Auf der raueren Seite ist die Reibung höher, das heißt, der Bewegung wird mehr Widerstand entgegengesetzt, sodass sie schneller zum Stillstand kommt. Die größte in Österreich bekannte Rutschung ist in Köfels im Tiroler Ötztal vor knapp 10.000 Jahren passiert. Hier wurden fast 4 Kubikkilometer Gestein bewegt. Die allermeisten Rutschungen sind allerdings viel, viel kleiner. Das würde mich jetzt aber genauer interessieren. Heißt das, wenn Gestein an einer Fläche abrutscht und eine gewisse Reibung herrscht, muss ich mir keine Sorgen darum machen, dass mir beispielsweise beim Klettern ein Stein auf den Kopf fällt? Da habe ich aber schon ganz anderes gehört. Ja, das kann leider auch passieren, und zwar vor allem, wenn das Gelände sehr, sehr steil ist. Schauen wir uns diese beiden Gesteinsblöcke an.
die sich in sehr steilem Gelände loslösen. Zuerst der eine Block und dann der andere Block. Die fallen dann einfach hinunter, wobei Fallen sehr häufig auch mit Rollen oder Springen kombiniert ist. Wichtig ist aber, dass die Blöcke unabhängig voneinander fallen. Das heißt, sie interagieren nicht miteinander. Das kann ein Block sein, das können zwei Blöcke sein, das können 1000 Blöcke sein, aber wichtig bei der fallenden Bewegung ist keine Interaktion zwischen den einzelnen Blöcken. Aha, ja, aber es gibt ja auch Situationen, wo beispielsweise mehrere Blöcke zeitgleich abbrechen oder wo die Blöcke zerbrechen oder miteinander interagieren, sich also gegenseitig beeinflussen. Was passiert nun, wenn sich die Blöcke gegenseitig beeinflussen? Ja, diese Frage habe ich befürchtet, denn dann wird es etwas komplizierter. Wenn diese einzelnen Komponenten, diese einzelnen Blöcke jetzt nicht einzeln fallen, sondern zusammen als ein sogenanntes Kontinuum, dann spricht man nicht mehr von Steinschlag oder Felssturz, sondern dann spricht man von einer Felslawine. Und eine Felslawine ist schon eine Fließbewegung. Tatsächlich ist es so, dass nicht nur Flüssigkeiten fließen können, sondern auch Feststoffe. Wenn sich einzelne Blöcke oder einzelne Körner zusammen als eine Masse, als ein Kontinuum bewegen. Und sehr oft handelt es sich dabei nicht um ganz große Blöcke, sondern auch um feinere Körner, wie zum Beispiel Sandkörner oder in diesem speziellen Beispiel um Reiskörner, die auch sehr schön dazu dienen können, solche Phänomene, solche Fließphänomene zu veranschaulichen. Ich werde jetzt zunächst mal die Reiskörner auf die rauere Seite der Versuchsanordnung leeren, um zu sehen, was passiert. Ja, die Körner bewegen sich großteils als eine Masse abwärts. Einzelne Körner brechen auch aus, aber die meisten Körner bewegen sich nicht sehr weit. Als nächstes versuche ich jetzt, die Körner auf die glatte Seite aufzutragen. Und hier geht die Bewegung schon wesentlich weiter. Auch hier wieder weniger Reibung, weniger Widerstand. Das heißt, die Bewegung kann sich weiter fortbewegen. Vor allem auf Gletschern kann sich das Material sehr weit ausbreiten, weil hier die Reibung recht gering ist. Die Eigenschaften einer Fließbewegung hängen jedoch nicht nur von der Oberfläche ab, sondern auch von den Eigenschaften der Masse selbst. Mehl zum Beispiel hat sehr kleine Körner, der Zusammenhalt zwischen den einzelnen Körnern ist recht groß, weshalb sich die Masse weniger weit ausbreitet und auch in sich selbst kompakter bleibt. Eine sehr häufige Fließbewegung, die auch in den Alpen und anderen Gebirgen recht oft auftritt, ist die Mure. Eine Mure ist ein Gemisch aus Gesteinsfragmenten, aus Schlamm, aus Wasser, das sich talwärts bewegt und dabei sehr großen Schaden anrichten kann. Manche Muren verhalten sich wie viskose Flüssigkeiten, das heißt, sie sind sehr zähflüssig. Und damit wären wir bei der Eigenschaft der Viskosität. Wenig viskose Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser, haben einen sehr geringen Zusammenhalt der einzelnen Moleküle, das heißt, sie können sehr leicht fließen. Im Gegensatz dazu kleben hochviskose Flüssigkeiten zusammen, das heißt, sie können weniger leicht fließen. Ein Beispiel für eine sehr hochviskose Flüssigkeit wäre Honig. Was wir hier beobachten können, ist eine Fließbewegung, die relativ langsam vonstatten geht, viel langsamer als die Fließbewegung der granularen, der körnigen Feststoffe, die wir vorher gesehen haben. Hier kommt dann die Bewegung relativ bald zum Stehen, obwohl die Reibung auf dieser Oberfläche nicht sehr groß ist. Aber der Zusammenhalt dieser viskosen Flüssigkeit in sich selbst und vor allem auch mit dem Untergrund ist so stark, dass sie sich nicht weiter ausbreiten kann. Wenn wir wieder in unsere Gebirge zurückgehen, dann ist es oft schlammiges Material, das ein viskoses Verhalten an den Tag legt und zu langsamen Fließen neigt. Ein anderes bekanntes Beispiel ist aber auch vulkanische Lava. Und ich sehe, du hast hier noch ein Wasserglas rumstehen. Hast du da was vergessen? Ja, tatsächlich haben wir über Wasser noch nicht viel gesprochen. Wasser ist aber sehr wichtig, einerseits in den Massenbewegungen selbst, also
Rutschungen oder Fließbewegungen können durch Wasser sehr, sehr viel mobiler werden, sich schneller, sich weiter bewegen. Aber Wasser ist noch in einer anderen Hinsicht wichtig. Wie man in diesem Versuch sehen kann, erodiert das Wasser einen Teil des abgelagerten Materials, in diesem Fall des Mehls, und transportiert es weiter in die Ebene. Und so auf diese Art kann man sich das auch in der Realität vorstellen. Das heißt, Wasser kann Material, das schon mal abgelagert wurde, wieder erodieren und dann über Flüsse, über Hunderte, über Tausende Kilometer bis zum Meer transportieren. Darum also sind unsere Gebirge nur 9 Kilometer hoch. Das heißt, das Gestein landet im Gewässer und woanders bildet sich neues Gebirge. Ein Kreislauf also. Danke, lieber Martin, für die Erklärung. Baba!